Moin Leute und willkommen zu den 10 besten Spickern aller Zeiten. Kurz vorweg, bevor ich anfange, muss ich natürlich erstmal meine Vorbildfunktion einnehmen. Ich mache dieses Video jetzt nicht, um euch dazu zu motivieren zu spicken, sondern ich mache dieses Video einfach nur, weil viele von euch danach gefragt haben. Dann wollen wir direkt loslegen mit den 10 besten Spicker-Tipps aller Zeiten. Willkommen zu einer weiteren Folge Lifehacks im Test, wobei sich das jetzt mit dem im Test ein wenig schwierig gestaltet, denn ich bin halt seit ein paar Jährchen nicht mehr in der Schule, deswegen kann ich es jetzt nicht live in Action testen, aber ich kann testen, ob die Spicker in der Anfertigung gut zu machen sind. Genug geredet, auf geht's mit unserem Platz Nummer 10! Den Spicker auf die Stifte schreiben. Einfach mit einem Stift auf die anderen Stifte eure Spickerinhalte schreiben. Kommt allerdings sehr auffällig rüber, ist sehr umständlich und in der Praxis sehr schlecht umzusetzen. Funktioniert aber immer noch besser als ein kleines Stück Papier, denn das ist immer noch das allerauffälligste und der dümmste Fehler, den man machen kann. Bei Spickern gilt nun mal die Devise, je auffälliger, desto unauffälliger. Also vergesst bitte die kleinen Zettelchen, die ihr dann versteckt und immer heimlich zum Lehrer rüberguckt, ob er es auch ja nicht bemerkt, sondern versucht es so auffällig wie möglich zu machen, denn dadurch wird der Lehrer niemals darauf kommen, dass ihr gerade am Spicken seid. So viel zu Platz 10, machen wir weiter mit Platz Nummer 9, der Spicker unterm Armband. Ihr schreibt euch einfach auf euer Handgelenk euren Spicker und sobald der Lehrer vorbeikommt, lasst ihr einfach ein Armband auf diese Stelle fallen und der Spicker ist versteckt. Großer Nachteil hieran ist allerdings, dass es der Lehrer sehr gut kontrollieren kann. Sobald es ihm auffällt, kann er einfach euer Armband zur Seite ziehen und sieht direkt euren Spicker und ihr seid aufgeflogen und kriegt eine 6. Geht aber schnell und ist sehr einfach zu machen. Platz Nummer 8, das beklebte Lineal. Ihr schnappt euch einfach ein am besten buntes Lineal, das nicht ganz durchsichtig ist, noch besser sogar ein Holzlineal und platziert darauf euren Spicker. Lineal hat man sowieso immer auf dem Tisch liegen bei einer Arbeit, deswegen fällt das schon mal nicht auf. Es kommt also auf keinen Fall ungewöhnlich rüber. Die Schwierigkeit dabei ist, dass ihr am besten gute Schauspieler seid und möglichst unauffällig auf euer Lineal guckt, also nicht drauf starren, sondern wie mit einem leeren, verträumten Blick auf das Lineal gucken. Und natürlich nicht vor die Augen halten, sondern das Lineal bleibt auf dem Tisch. Und nebenbei, es empfiehlt sich am besten, ein Papier zu nehmen, das dieselbe Farbe hat wie das Lineal, denn dann fällt das Ganze noch weniger auf. Platz Nummer 7, die transparente Folie. Das Ganze ist schon echt tricky und ich muss sagen, sehr, sehr aufwendig für den Zweck. Da ist es eigentlich schon einfacher zu lernen. Aber ich erkläre es euch trotzdem. Ihr druckt euren Spicker in kleiner Schriftgröße auf selbstklebende Folie. Und da kommt auch schon der erste Punkt, keine sauber selbstklebende Folie zu Hause, sodass ich jetzt auch nur Bilder aus dem Internet verwenden konnte, so wie auch gerade schon beim Lineal, weil ich zufällig kein buntes Lineal habe. Aber das sollte man haben. Aber selbstklebende Folie, wer hat sowas bitte zu Hause? Ihr bedruckt das Ganze auf jeden Fall mit eurem Spicker und klebt es euch in die Falz von so einem Müsli oder Schokoriegel oder ähnlichem und muss dann nur ganz unauffällig drauf gucken. Ist von weitem zwar nicht zu erkennen, aber wirklich sehr aufwendig. Mein nächster Tipp an euch, Platz Nummer 6, das Flaschenetikett. Der ist zwar unglaublich unauffällig, aber so dermaßen aufwendig und mittlerweile kennt ihn echt jeder. Ihr nehmt euch eine Getränkflasche, scannt das Etikett davon ein, ladet das Ganze in euer Bildbearbeitungsprogramm und verändert die Zutatenliste, die Nährwerttabelle und so weiter zu eurem Spickzettel. Ihr druckt das Ganze wieder aus und klebt es gut und sorgfältig auf die Flasche zurück, als wäre es das Etikett. Während der Klausur einfach vor euch auf den Tisch stellen und wunderbar spicken. Wie gesagt, kennt leider mittlerweile jeder und ist sehr, sehr aufwendig. Platz Nummer 5, das klausurähnliche Schmierblatt. Ihr setzt euch zu Hause vor der Klausur bereits hin, schreibt mit demselben Stift, mit dem ihr später die Klausur schreiben werdet, das Datum der Klausur und euren Namen da drauf und schreibt jetzt, Achtung, ganz, ganz wichtig, stichpunktartig euren Spicker auf den Zettel und zwar stellt euch vor, ihr sitzt bereits in der Klausur, lest euch den Klausurtext und die Aufgaben durch und macht euch jetzt schon mal auf einem Schmierblatt Notizen zur Klausur, was ihr dann nachher in der reinen Schrift dann auf eure Klausur draufschreibt. So ein Notizblatt, so ein Konzeptpapier. Das Ganze soll euer Spicker nachher sein. Auf dasselbe Papier, worauf ihr auch die Klausur schreiben werdet, euren Spicker draufschreiben und dann während der Klausur natürlich erst einmal einige Minuten warten, nachdem die Klausur ausgeteilt wurde, denn keiner schreibt nach 30 Sekunden ein ganzes Blatt voll. Also 10 Minuten, Viertelstunde warten, dann dieses Blatt Papier hervorholen, das ihr am besten schon beim Austeilen der Klausur unter eurem Klausurbogen versteckt gehalten habt. Und das Beste daran ist, dem Lehrer fällt es nicht mal auf, wenn er an euch vorbeigeht und da drauf schaut und sich das alles durchliest. Ihr solltet natürlich auch nicht zu ausführlich die Informationen draufschreiben, aber wie gesagt, lasst es aussehen, als hättet ihr es während der Klausur innerhalb von 10 Minuten dahin geklatscht. Platz Nummer 4. Hierfür braucht ihr einen kooperativen Vordermann. Was der macht,
er klebt sich eure Spicker auf die Sohlen seiner Schuhe. Hierbei gibt es eigentlich absolut keine Nachteile, außer ihr seid sehr kurzsichtig und habt Probleme, das auf Entfernung zu lesen. Wichtig ist nur, dass der Partner dann auch passend sitzt, denn wenn nicht, könnt ihr schwer mit ihm kommunizieren und ihn dazu bringen, seine Füße wieder aufzurichten. Absolute Vorteile sind, sobald der Lehrer vorbeikommt, kann er einfach seine Fußposition wieder auf normal zurückstellen und die Spicker verschwinden. Außerdem profitieren von diesem Spicker nicht nur du, sondern auch deine Sitznachbarn. Ihr solltet nur nicht allzu auffällig die ganze Zeit auf den Boden starren. Wenn es nur einer tut, ist es voll okay, weil jeder beim Nachdenken irgendwo hinstarrt. Aber wenn alle auf denselben Punkt gucken, fällt es natürlich auf. Dritter Platz, die herausdrehbare Karte. Meiner Meinung nach wirklich verdient dritter Platz, denn unglaublich einfach zu machen. Ihr nehmt euch ein kleines Stück Karton oder Karteikarte, wie auch immer, beschriftet sie mit eurem Spicker, nehmt euch jetzt eine Reißzwecke mit zur Arbeit und heftet das Ganze an der Ecke der Karte unter den Tisch, sodass ihr das Ganze rausdrehen könnt, einfach ablesen und sobald der Lehrer vorbeikommt, einfach wieder unter den Tisch drehen. So einfach ist das. Wichtig ist dabei natürlich, dass die Karte stabil ist, also ein ganz normales Stück Papier wird nicht funktionieren. Wenn ihr fertig mit der Klausur seid, einfach abreißen und verschwinden lassen. Also in der Schultasche oder so, jetzt nicht so, wie ich das hier gerade gemacht habe. Kommen wir zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 und Platz Nummer 1 sind sich sehr ähnlich. Jetzt kommt erstmal Platz 2, denn das Ganze ist schwieriger und umständlicher zu machen als Platz 1. Der Durchdruck. Ihr nehmt euch einfach euren Block, schreibt euren Spicker am besten mit Bleistift, mit ordentlich Druck komplett auf den Zettel und nehmt dann als Spicker den Zettel, der sich darunter befindet, mit zur Klausur. Kontrolliert natürlich, ob ihr ordentlich durchgedrückt habt und ob das Ganze gut sichtbar ist. Problematisch sind hierbei erstens, das Ganze ist nur bei passendem Licht gut zu erkennen. Sobald ihr an einem dunklen Fleck sitzt, seid ihr geliefert. Zweitens, für den Lehrer sieht es so aus, als würdet ihr immer wieder und die ganze Zeit auf ein leeres Blatt Papier starren, was irgendwann auffällt. Drittens, es ist schwierig, genau den passenden Druck zu finden mit dem Bleistift, dass ihr nicht zu doll durchdrückt, dass es wirklich direkt sichtbar ist. Es muss wirklich nur bei ganz, ganz, ganz genauem Hinsehen sichtbar werden. Dann wiederum ist es natürlich schwerer, das Ganze unauffällig während der Klausur abzulesen. An sich der ultimativ geniale Spicker, aber wie gesagt in der Praxis schwer umzusetzen. Was ihr stattdessen machen könnt, ist Platz Nummer 1. Der absolut beste Spicker meiner Meinung nach, den man nur machen kann. Ihr nehmt euch ein liniertes oder kariertes, wie auch immer, Blatt Papier, wie es in der Klausur sich nun mal anbietet, was man als Notizblatt benutzen würde. Und jetzt druckt ihr auf dieses Papier euren Spicker, aber ihr wählt dafür ein ganz, ganz helles, ganz, ganz durchsichtiges Grau, sodass das Ganze wirklich nur bei exaktem Hinsehen sichtbar wird. Dürfte ein Lehrer auf keinen Fall erkennen, ist aber auf jeden Fall besser sichtbar als der Durchdruck vom Bleistift aus dem vorherigen Tipp und viel einfacher zu machen. Riesig großer Vorteil hierbei, sobald euer Lehrer, sagen wir mal, älter als 40 Jahre alt ist, sind die Augen eines Lehrers schon nicht mehr gut genug, um überhaupt solche Grautöne von Weitem zu erkennen. Aber keine Sorge, auch ein junger Lehrer sollte das eigentlich nicht gut erkennen können. Meiner Meinung nach wirklich der allereinfachste und allerbeste Spicker, den man machen kann. Wie gesagt, ich habe ihn selber noch nie ausprobiert und kann es leider auch nicht testen, wie das Ganze jetzt im Schulunterricht taugt. Aber in der Theorie auf jeden Fall der beste Spicker. Ich empfehle euch auf jeden Fall, bevor ihr zu irgendwelchen Spickern greift oder sonst was, solltet ihr eigentlich für eine Klausur oder eine Klassenarbeit lernen. Und ich muss zu mir persönlich sagen, ich habe mein ganzes Schulleben über mich nie wirklich getraut zu spicken. Ich war da eher so der Angsthase und habe deswegen eigentlich jede Arbeit ehrlich geschrieben. Und naja, ich habe mein Abi auch gut geschafft und alles und bin jetzt am Studieren schon im 5. Semester. Und gerade an der Uni sollte man ehrlich sein, weil es dann auch immer rechtliche Folgen hat und man wird rausgeschmissen und kann nicht mehr weiter studieren. Deswegen empfehle ich euch unbedingt, lernt vor einer Klausur und macht die eigentlich ehrlich. So Leute, das waren sie, die besten 10 Spicker aller Zeiten, meiner Meinung nach, versteht sich. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, gib mir doch einen Daumen nach oben, um mir zu zeigen, dass es dir gefallen hat und du unterstützt mich damit riesig. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, gib mir einen Daumen runter, aber das fände ich natürlich traurig. Aber was kann man machen? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es hat mir riesig Spaß gemacht, dieses Video für euch zu machen. Ihr könnt diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weiteren Zaubertricks und weitere Tipps und Tricks für den Alltag zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Und wie in alter Gewohnheit, Explosionsabgang. Die werden auch nicht besser. Übrigens, Haare endlich wieder ab. Wem ist es aufgefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Okay, das Ende von meinen Videos wird immer seltsamer. Aber hier lasse ich einfach den Bekloppten raushängen, weil eh keiner bis zur letzten Sekunde durchhält. Oder hast du bis zur letzten Sekunde eingeschaltet? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und tschüss.